Oh Mann! Hallöchen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast. In der letzten Folge haben wir hier den Schlüssel besorgt und ich würde sagen, wir werden dann jetzt auch losgehen zum Dings, wo wir hingehen sollten. Who the fucking hell? Oh, wo kommst du denn her? Was ist das denn für ein Anfang? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Oh oh, ich habe vergessen, wo ich hin muss. Verdammt! Das ist doch un... Was ist das für ein Anfang? Oh, der Typ ist da. Ah, ich weiß, wer es ist. Ich weiß, wer es ist. Okay. 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 Okay, ich kann noch nicht mal... Hopp. Hopp. Das letzte Mal war der da nicht. Da war der hinter den Toren. Und wieso war der auf einmal da? Was ist das? Ey, das kam jetzt wirklich unerwartet. Mach die Tür auf, mach die Tür auf. Jumpscare, 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 Jumpscare. Zu. Ich dachte schon, die letzte Folge wäre schlimm gewesen. Und wenn das jetzt schon so anfängt. Vor zwei Folgen hat mir ein paar Mal in die Nase gejuckt. Ich wusste, dass es ein Zeichen ist. Wir sollen ja jetzt Vater Martin folgen. Aus welchen Gründen auch immer. Follow the blood. Super, 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 super. Voll, freue ich mich auch, dass ich dem Blut folgen soll. Ah ja. What the? Okay. Zwei Batterien, ich hab wieder im Lotto gewonnen. Und da ist auch wieder eine Kamera. Vielleicht waren hier schon mehrere Kameramänner wie wir. Kameramänner wie wir. Fahr nach Shell City. Kameramänner wie wir müssen in Outlast einem Vater folgen. Hast du vielleicht eine Batterie? Und der hat wirklich eine Batterie. Yay! Wieso habe ich gerade Bock auf SpongeBob? Ich weiß auch nicht, egal. So, ich habe mich entschlossen, heute mal ein bisschen Outlast vorzuproduzieren. Denn es ist draußen gerade 30 bis 35 Grad warm und ich habe da ehrlich gesagt gar keinen Bock draußen zu sitzen, das ist mir wirklich viel zu warm. Ich meine, ich bin ja schon so blass und deswegen brauche ich nicht braun werden oder so. Braun sein ist überbewertet, würde ich sagen. Ich bin stolz auf meine Blassheit. Nein. Müssen wir da rüber jumpen? Oder, ja klar, sonst fällt mir nichts anderes ein. Ich will auf gar keinen Fall hier unten landen. Hallo. Ich spring erst, wenn der Typ wieder verschwunden ist. Hi. Wieso sind hier eigentlich so viele Kerle, die uns verfolgen? Das verstehe ich nicht. Das Ende wird ja immer schlimmer. Was? Was ist das? Kannst du bitte weggehen? Bitte. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Ja, wenn du Probleme hast, dann geh bitte weg und... Der geht nicht weg, ne? Hätte ich den Sprung nicht geschafft. Da wäre ich aber gelaufen. Da wäre ich sowas von gelaufen. Der Wallrider! Der Wallrider! Der Wallrider! Geh weg! Das Spiel wird immer schlimmer. Und wieso sind wir runtergefallen? Das war ziemlich unerwartet. Müssen wir wieder hoch? Wir müssen nicht wieder hoch. Nein, glaube ich nicht. Spiel, tu mir das nicht an. Das ist doch bestimmt so vorgesehen, eine Batterie. Hinter mir irgendwas? Nein, 7 Batterien, so viel hat mir noch nie in diesem Spiel. Ist das vom Spiel so vorgesehen, dass wir da runtergefallen sind? Oder muss ich nochmal diesen Weg da gehen? Oh. Ne, wir können hier hochklettern, oder? Bitte lassen Sie hochklettern. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay. Die sind hier oben in Sicherheit, weil die Typen nie klettern können. Na, super. Hopp.
Ist hier irgendwas? Nee, okay. Okay, es war anscheinend vom Spiel so vorgesehen, dass wir hier runterfallen. Das kam aber echt unerwartet. Ich habe gar nicht auf den Boden geachtet. Wer achtet in so einem Spiel auf den Boden? Oh. Okay, wenn man ehrlich ist, das Loch ist schon relativ riesig. Oh. Ist Vater Martin da, oder? Wir suchen hier noch ein bisschen. Ich lasse mir Zeit. Ich habe Zeit, das Spiel zu spielen. Ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Ich will die Batterie auslaufen lassen, weil ich es nicht mag, während einer Verfolgungsjagd die auszuwechseln. Ist nicht besonders klug, aber komm schon. Wir haben jetzt schätzungsweise 7 Stück. Jetzt nur noch 6. Und nicht runterfallen. Das kam echt unerwartet, dass wir runterfallen. Wir können auch langsam die Tür aufmachen. Regel Nummer 1, habe ich schon mal in der Outlast-Folge gesagt. In großen Räumen immer an der Wand langlaufen. Ist immer am klügsten. Und was ist das für ein Zeichen, wenn die Fenster mit Brettern abgedeckt sind? Ist das ein gutes oder schlechtes Zeichen? Wir gehen hier nicht, ne? Ist hier mal anderes. Okay, Zeit für eine Notiz. Das hatten wir in der letzten Folge nicht, deswegen hatte ich so viel Angst, okay. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher diese Schnitte stammen? Sind sie so schmerzhaft, selbst Tage später noch? Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir musste er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte. Aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehmere Träume hoffen. Oh, je, Mini. Notizen haben wir nicht, oder? Nein? Okay. Diese Atmosphäre. Oh, die ist der Burner. Bisschen Klo drin. Ich mag Toiletten in Outlast. Vielleicht ist die Toilette nicht offen. Vielleicht muss ich pinkeln oder... Wann erledige ich mir diesen... Der Wallrider! Ich brülle immer rum, wenn der Wallrider kommt. Ich weiß nicht, ob er nett oder böse ist. Oder vielleicht beides. Das kann natürlich auch sein. Oh. Hier geht's auch lang. Okay, also müssen wir da lang, wo der Wallrider herkam. Theoretisch gesehen. Jetzt weiß ich auch, wieso wir so viele Batterien brauchen. Oh, fuck. Wir folgen nicht erstmal dem Wallrider. Oh. Ich mag es überhaupt nicht, wenn es hier so viele Wege in diesem Spiel gibt. Schon wieder eine Kamera! Das darf doch nicht wahr sein. Oh, nee. Wisst ihr, wonach es aussieht? Nach einer Gegend, wo man wieder sehr viel laufen muss. Sehr viel laufen. Das ist doch dazu gemacht, um hier wegzulaufen, oder? Oh Mann! Oh, es kam wieder so unerwartet. Oh, fuck, 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 fuck. Wir wechseln jetzt schon die. Okay, spiele Bug. Oh na 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 na. Ich wusste es, habe ich es nicht gesagt? Habe ich es nicht gesagt? Ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. No, no, no. 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 No.
No. Ich weiß wohl, aber wo wir lang müssen. Ist mir egal, ich laufe jetzt. YOLO. 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 La la la. Also ich schon. Hä, ein Schlag, was ist das denn? Ich habe gesagt in der letzten Folge, es wird schlimmer. Und ich habe mich geirrt. Jetzt wird's schlimmer. Atme leiser, bitte. Atme bitte leiser. Oh, das ist so schlimm. Oh, der hat eine Machete, ne? Fuck, ich darf mir nicht allzu viel Zeit lassen. Hopp. Ist es vorbei? Entweder bin ich eine Pussy. Oder diese Szene war wirklich so schlimm, wie ich mir dachte. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es so fandet. Wer ist das denn da? Vater Martin! Vater Martin! Vater! Sind Sie... Hallo, Vater! Können Sie mich hören? Hier, genau hier! Vater Martin! Hallo! Hallo! Ja, Sie leuchten noch in die richtige Richtung. Ja, das sind Sie doch! Können Sie... Oh, dieser dumme Idiot! Statt zu beten, sollten sie mich irgendwie mir helfen. Es geht hier doch lang, oder? Mit Sicherheit. Komm. Ah. Dankeschön. Vater, sie sollten mir irgendwie helfen. Also beten können wir auch, wenn wir hier draußen sind, aber... Ey, wenn das... Das zerbricht doch 100 pro. Lolo. Nein. Ich könnte schwören, vorhin ist auch zerbrochen. Der Boden. Bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass es so war. Sehr sicher. Die Kamera, hol doch die Kamera, du dummer Vollidiot. Was machst du denn? Bist du blöd? Ja, wow, du hast ja schnelle Reflexe. Und jetzt ist die Kamera genau in das Loch gefallen. Und jetzt kommt da noch so ein Typ und... Oh ja, fall noch runter und sterb da. Willst du mich verarschen? Du brauchst deinen Camcorder, um dich im Dunkeln zurechtzufinden. Echt jetzt? Können wir nicht lang? Nee. Das ist gerade eine sehr traurige Szene. Hier ist doch gerade ein Typ lang gegangen, oder nicht? Jetzt können wir auch keine Batterien finden. Schätzungsweise, weil wir keine Kamera besitzen. Doch, wir können wirklich die Batterien finden. Erschreck dich nicht. Oh, wir können trotzdem die Batterien behalten. Zum Glück. Oh. Es ist trotzdem saudunkel. Aber Toiletten mag ich in Outlast. Also ich habe die wirklich lieb gewonnen in dem Spiel. Weil dir noch nie was passiert ist. Das mag ich. Ist hier irgendwas? Nee, okay, gut. Oh, oh, oh. Ist das nicht Luxus? Wir können jetzt sogar duschen. La 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 la. Ihr könnt duschen. Leider ist das Wasser wahrscheinlich nicht warm. Noch eine Dusche. Oh, Jackpot. Was ist das? Ach ja.
Statt rauszukommen, müssen wir immer tiefer runter. Hier ist keiner, oder? Nein, hier ist keiner, oder? Komm, Jodo. Kopfhörer lauter stellen. Oh. Wenn wir hier nicht laufen müssen. Warum, Outlast? Warum? 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 Nach einer Zeit wird das echt schlimm. Das muss man zugeben. Das muss man zugeben. Sind hier vielleicht Batte? Oh, ich will gar nicht suchen. Hier? Nein. Mein Herz macht das nicht mehr lange mit. Mein Herz macht das nicht mehr lange mit. War eine Batterie? Ich könnte schwören, ich habe hier irgendwas gesehen. Ne. Einbildung ist auch eine Bildung. Oh Mann. Oh, guck mal. Der ist bestimmt nett, weil man sich angreift. Okay, du siehst nicht besonders hübsch aus, aber... Schönes Gesicht. Ich soll mich nicht über den lustig machen. Ich folge einfach dem Licht. Ich glaube, das will das Spiel sogar. Ist irgendwas? Hallo? Oh ne, ist nicht wie ein Horrorfilm. Was leuchtet denn da? Leuchtet denn da also? Ist das mein Camcorder? Das ist mein Camcorder! Das ist mein Camcorder. Risse sind drin. Oh mein Gott! Das Spiel wird immer schlimmer. Oh mein Camcorder. Ist put. Mein Camcorder ist put. Wir können nicht hier hinkommen, oder? Hoch, jetzt müssen wir in Sicherheit sein in der Dusche. Okay. 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 Musik, kannst jetzt aufhören. Das Spiel wird wirklich immer schlimmer. Habt ihr das gerade gesehen, wie viele das waren? Da kommt die Verfolgung uns nicht mehr, oder? Die verfolgen uns doch nicht mehr, oder? Oder? Die verfolgen uns noch? Als wenn die uns noch verfolgen! Hoch! Die können nicht klettern, weil die zu dumm sind. Okay, die Musik kann wirklich langsam aufhören. Die macht mich echt nervös. Steht Vater noch hier? Wo ist denn Vater Martin hin? Vater, wieso warten Sie denn nicht auf uns? Aber der ist voll gemein irgendwie. Der ist richtig gemein. Alle in die Kommentare, Hashtag Vater Martin ist gemein. Also, ein kleines Mäkel ist doch am Spiel. Manchmal funktioniert das hier nicht. Wenn man hier so an der Wand lang gehen muss, dann... Ja, funktioniert das nicht, dass man da so dran geht und so, und dann ist das nicht so schön. Ich hoffe, die Folge hatte nicht allzu viele Ausschläge, denn ich habe wirklich rumgebrüllt bei dem Spiel hier. Aber ja gut, das Spiel wird immer schlimmer, muss man zugeben. Jetzt verlierst du deine Kamera nicht. Okay, dankeschön. Speichert das Spiel wieder. Ich verfasse den... Verwaltungsblock.
Okay, die Melodie hat Beat, aber kann langsam aufhören. Und dadurch, dass sie jetzt gespeichert hat, würde ich sagen, das war's dann mit der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen, dass ich so sehr gelitten habe, geschrien habe. Also, könnt ihr mir einfach mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefällt, wenn ich rumschreie. Wenn ja, versuche ich in nächster Zeit mal schlimmere Horrorspiele zu spielen, wo ich noch mehr rumschreie. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Outlast-Folge. Ciao.